Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark im Herausforderungsmodus Gejagt Teil 2. Und ich habe mich in der Zwischenzeit heimlich schon mal auf den Weg zum Staudamm gemacht, damit wir diesen ersten einen Abschnitt überspringen können, also diese Zwischenregion überspringen können. Dann habt ihr die nicht miterlebt. Es ist ein neuer Morgen mittlerweile, denn die Zeit war zu knapp. Jetzt haben wir noch 12 Stunden Tageslicht übrig. Oh, minus 20 Grad. Ja gut, dann hat sich das schon erledigt. Ja, dann warten wir dann doch nochmal kurz, weil das ist definitiv zu kalt. Das müssen wir jetzt nicht hier riskieren und werden auch dementsprechend dann nochmal schlafen. Beziehungsweise 2 Stunden warten. Und 2 Stunden schlafen. Dann hat sich die Lage da draußen hoffentlich ein bisschen beruhigt. Den heben wir auf und dann essen wir immer Pfirsiche weiter. Essen Salzcracker und trinken einen ordentlichen Schluck Wasser dann. Gut, wir sind bei wenig Gewicht, zum Glück. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin so allmählich, aber ich denke, wir kriegen es hin. Puh, und jetzt heißt es... Auf zur Bärenjagd. Minus 3 Grad. Ist natürlich jetzt... Ja, kann man aber leben mit dem Wetter. Ich hoffe, dass wir den Bären finden werden. Ich hoffe es wirklich sehr. Wir gehen mal in Richtung Aussichtspunkt. Dass er hier direkt ums Eck ist. Und hoffen wir mal, dass wir ihn dort irgendwo sehen werden. Das wäre wirklich sehr schön. Dann werden wir seine Fährte nicht mehr verlieren. Dann werden wir ihn kontinuierlich verfolgen. Dann werden wir ihn mal richtig jagen. Jetzt haben wir auch genügend Munition. Ich kann ja mal eben gucken, wenn ich jetzt hier nochmal rübergehe. Wir haben noch 7 Schuss auf Reserve. Das heißt 17 Schuss. Das sollten wir hinkriegen. Das sollte absolut machbar sein. Ist er da hinten? Ist er da hinten zwischen den Bäumen? Ist da der Bär? Bärschi? Oder war das nur ein Baumstamm? Ah, natürlich wird das Wetter jetzt ungemütlich. Wir laufen genau gegen den Wind. Muss das sein? Das Wetter will nicht so ganz, wie wir wollen. Naja, wir kriegen das schon hin. Holzfällerlager. Da ist wohl eine Leiche. Die Leiche hat so nichts dabei. Was ist das? Nehmen wir mal mit. Ist sehr gut zum Feuer machen. Ich würde mal sagen, dann looten wir mal schnell diese 3 Hütten hier. Mit der Hoffnung, ein paar Lebensmittel zu finden. Ja, sieht schon mal gut aus. Nehmen wir mit. Nichts. Und hier haben wir... Nee, brauchen wir nicht. Und hier haben wir
auch nichts. Dann nehmen wir den Müsli-Riegel mal mit. Und dann sind wir hier drin auch schon fertig mit dem, was wir bräuchten. Und direkt weiter zur nächsten Hütte. Mal schauen, vielleicht finden wir noch mal ein bisschen Wasser. Wäre ganz angenehm. Aber noch viel angenehmer wäre es, bei den Bären zu finden. Das brauchen wir beides nicht. Da haben wir nichts drin. Auch nichts, also ziemlich low vom Loot her. Eine gefrorene Leiche. Okay, dann weiter in die nächste Hütte. Diese Hütte hier war noch schlechter als die erste. Dann kann die dritte doch nur was Schönes parat haben für uns. Hoffentlich. Energieriegel, das ist schon mal sehr schön. Dosenöffner da oben brauchen wir nicht. Sardinen nehmen wir mit. Nichts. Das Buch nehmen wir auch mit. Da das Wetter so ein bisschen ungemütlich ist, schlafen wir mal 2 Stunden. Und machen uns dann auf den Weg zum Aussichtsturm. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr so windig draußen ist. Es ist doch... Naja, gut, zum Aussichtspunkt werden wir das schon hinkriegen. Ich hoffe aber eher, dass wir den Bären hier finden werden. Das ist nämlich das, was wir wollen. Aber bisher weit und breit kein Bär zu sehen. Oder zu hören. Man hört es ja in diesen komischen Krähengeräuschen. Ob der Bär in der Nähe ist oder nicht. Momentan ist es nicht der Fall. Wir können uns mal einen Kaffee gönnen. War genau perfekt in Sachen Durst und so weiter. Dann ist ein Wolf. Wolf, ja. Bär eher nicht so. Okay, der hat Schiss, das ist gut. Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche. Ich glaube wohl kaum, dass der Bär oben sein wird, aber wir gehen dennoch mal hoch. Sicher ist sicher. Dann haben wir es wenigstens abgegrast und können dann am Ende sagen, gut, wir haben danach gesehen und da war er nicht. Als ich dann im Nachhinein zu ärgern, wenn er dann doch da ist. Aber ich frage mich jetzt, was sollte der Bär denn auch hier oben wollen? Ist ja doch relativ unsinnig eigentlich. Aber egal, wir sehen nach. Essen. Und nochmal ein Schokoriegel.
Ich sehe dort nichts. Also unten ist eine Leiche, das weiß ich, aber ich sehe keinen Bären. Wo könnte der Bär bloß sein? Vielleicht am Fluss, wenn wir dem See folgen. Eventuell dort. Naja, wir werden Mystery Lake auf jeden Fall einmal umrunden müssen. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Mit der Hoffnung, dass wir den Bären dann finden werden. Anders geht das ja irgendwie nicht. Die Fackel hier brauchen wir auch nicht mehr gerade. Deswegen kommt die mal weg. Die stört gerade ein bisschen. Vielleicht sind wir am Gipfel. Am höchsten Punkt im Mystery Lake. Aber wo ist der Bär? Wolfsgeheule. Aus der Ferne. Oder von den Bären nichts zu sehen. 5 Stunden Tageslicht noch übrig. Keine Ahnung. Was finden wir denn hier an Loot? Gewehrputzzeug brauchen wir nicht. Energierige nehmen wir mit. Schmerzmittel auch. Wir hören die Fackel immer noch da im Hintergrund. Das Kletterseil brauchen wir nicht. Ich will ganz gerne außen rum gehen dann. Da liegt noch eine Axt. Aber im Endeffekt brauchen wir sonst hier nichts weiter. Wir können dann direkt... Hallo? Direkt wieder gehen. So. War mir jetzt wichtig, diese Türe zuzumachen. Obwohl ich sie hätte auch offen stehen lassen können. Aber es ging mir einfach ums Prinzip. Dann gehen wir mal den ganzen Berg wieder runter und dann vom Berg aus links, weil ich will jetzt nicht da runterklettern. Vielleicht könnte er irgendwie dazwischen hocken und dann hätten wir ihn dann nicht gesehen. Das würde ich dann voll... Das würde mich so ärgern. Wow, ich gehe gerade nur ganz normal runter und das ist schon sehr schnell. Deswegen habe ich aufgehört zu sprinten. Hier können wir wieder etwas sprinten. Hier gehe ich wieder etwas langsamer runter. Und hier können wir wieder sprinten. Immer wenn es ein bisschen zu steil wird, mache ich eine kleine Bremsung. So, jetzt gehen wir hier gleich links. Ich hoffe doch wirklich sehr, dass wir den Bären noch finden werden. Das wäre ja schon eine wichtige Herzensangelegenheit, zumal wir sonst nicht hier diesen Modus beenden können, wenn wir den Bären nicht mehr finden. Aber irgendwo wird er ja sein. Er kann ja nicht einfach verschwunden sein. Einmal Kaffee getrunken, damit wir noch was fitter sind. Die 4 Stunden können wir dann effektiv nutzen zum Suchen. Jetzt erstmal über diesen Hügel hier. Da wir jetzt so lange weg waren, könnte der jetzt quasi überall sein im Mystery Lake. Das ist sehr ärgerlich. Aber irgendwo muss er ja sein. Er kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben.
Okay, die Füße konnte ich irgendwie nicht looten. Zu ungenau geklickt, aber dafür hier. Naja, Brecheisen da hinten brauchen wir nicht. Traumlimo, ja gut. Was haben wir denn jetzt hier drin? Schönes. Ja, die Jacke ist nicht so gut. Die können wir dann direkt liegen lassen. Was hat der Herr für uns? Schokodegel. Und hier haben wir nichts. Interessant. Gut, dann gehen wir auch direkt wieder raus. Wo ist der Bär? Das ist die Frage aller Fragen. Verdammt nochmal. Da kam ich, da muss ich jetzt hier weitergehen. Es wurmt mich ja schon. Namenloser Teich. Hier waren wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Nichts. Hier haben wir auch nichts. Manchmal ist da ja oben was auf dem Geländer drauf. Okay, dann sind wir gleich quasi wieder bei der Jagdhütte, da wo alles begann. Ich vermute mal, der ist irgendwo beim gefrorenen Fluss oder See, wenn der denn noch Mystery Lake ist. Und wenn nicht, dann, ja... Dann habe ich keine Ahnung, wo er sein könnte. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Kadaver brauchen wir jetzt nicht mit aufsammeln. Können wir jetzt ausnahmsweise drauf verzichten. Er folgt uns weiterhin. Hier sind wir wieder bei der Jagdhütte. Einmal wieder am Anfang. Da wollte er gerade angreifen, der Drecksack. Aber nicht mit mir. Haus des Pelzjägers. Wow, hätte es gedacht. Ja, wir sind wieder hier. Ach, von hier außen sieht man auch, wie beschädigt die Türe ist. Aber es geht ja quasi noch. Einmal im Kreis gegangen. Naja, das ist jetzt nicht sehr erfolgreich. Wenn ich mal ehrlich bin. Das war wohl eine kleine Pleite, das Ganze bisher. Aber ich denke, der Zukunfts-Extreme wird das hinbekommen. Der wird sich dann hier zurecht wursteln und den Bären finden. Ich sorge schon mal dafür, dass er den nächsten Tag hat, dass er in Ruhe das Ganze hier beginnen kann, der Zukunfts-Extreme.
Denn ich werde jetzt hier erstmal eine kleine Aufnahmepause einlegen. Und mit der Gewissheit, dass ich dann halt beim Haus am See, am gefrorenen Fluss nachsehen werde. Und ja, alles, was dazwischen irgendwie ist. Weil er muss ja irgendwo da sein. Wenn er nicht da ist, dann habe ich echt absolut keine Ahnung, wo er sein könnte. Und finde das dann leider ziemlich schlecht gemacht. Weil man einfach zu dem Zeitpunkt einfach nicht dazu kam, ihn kontinuierlich zu verfolgen. Jetzt sieht das anders aus. Jetzt haben wir uns ja schon gut gewappnet. Wir haben eigentlich all das, was wir bräuchten. Und könnten ihn jetzt auch verfolgen, aber wir finden ihn einfach nicht. Das ist halt momentan so ein bisschen schwierig. Ich werde, wenn ich nicht etwas trinke. Naja, aber Zukunftsextrem, ich bin mir sicher, der wird das schon machen, er wird das raushauen, da bin ich mir ganz sicher. Hat er schon so oft gemacht, wenn Vergangenheitsextrem versagt hat. Ach, das ist doch nicht wahr, eine Lebensmittelvergiftung, nein. My stomach. It hurts. Oh, it hurts. Das ist echt nicht gut. 10 Stunden rasten. Lagerkoller-Risiko haben wir jetzt auch noch. Ist doch ein schlechter Scherz, oder? Ich wollte auch eigentlich gar nicht warten. Ich wollte schlafen. Na gut, dann essen wir hier mal weiter und trinken uns einen Schluck. Und werden dann mal versuchen, 10 Stunden zu schlafen. Damit Zukunftsextrem auch nicht noch eine Lebensmittelvergiftung zusätzlich an der Backe hat. Ja, natürlich haben wir jetzt noch einen Lagerkoller. Meide es, 24 Stunden in geschlossenen Räumen zu schlafen. Verbringe Zeit im Freien, um dich zu erholen. Ja, das passt ja jetzt gerade noch super gut dazu. Wenn wir jetzt noch eine Lebensmittelvergiftung nochmal zusätzlich kriegen, dann ist echt vorbei. Aber wir hatten wohl mal Glück. Ein bisschen Glück kann man ja auch mal haben. Lagerkoller ist ja schon nervig genug und kann man natürlich ja nicht behandeln. Das ist halt eine Kopfsache. Zustand, Condition von 81%. Wir konnten uns nicht ausruhen wegen diesem blöden Lagerkoller. Vielleicht kann ich jetzt hier draußen ein, zwei Stunden schlafen, damit wir da ausgeruht sind. Wenn wir überhaupt noch Müdigkeit haben jetzt. Ja, bescheiden. Ist natürlich jetzt richtig ätzend. Naja, unsere Condition ist auf 82%. Das hat ja eigentlich gar nichts gebracht. So ärgerlich das Ganze, Mann. Essen wir hier noch ein bisschen, trinken und einen Schluck. Und dann gehen wir mal rein, dann speichert es automatisch und dann hat es Zukunftsextrem. Der hat dann nur noch, naja, die Wege vor sich, wie ich schon benannt hatte. Und zwar beim Haus am See entlang, beim gefrorenen Fluss entlang und die Zwischenwege. Das sehen wir alles. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen, fürs Begleiten hier in der frostigen Kälte bei Gejagt Teil 2. Ja, wo wir uns mehr oder weniger im Kreis bewegt haben. Ich hoffe, in der nächsten Folge und in der nächsten Aufnahmesession wird der Zukunftsextrem dafür sorgen, dass wir den Bären vor die Flinte kriegen und ihn dann auch mal treffen. Und das und mehr sehen wir frühestens übermorgen in einer neuen Folge. Und ich sage erstmal bis dahin. Tschüss.